Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute bin ich unterwegs zum Rhein-Weser-Turm. Dort treffe ich mich mit dem Michael und eventuell noch einen Kumpel von dem. Und wir wollen zusammen zum Faltorhaus im Vogelsberg. Ja, es ist mittlerweile Anfang Oktober. Die Temperaturen sind ja ganz schön zurückgegangen. Im einstelligen Bereich. Das Thermometer hat eben 7 Grad angezeigt. Also das ist dann schon ja, doch etwas frischer, aber prinzipiell hier mit der Honda ja nicht so das Problem. Ne? Durch den guten Windschutz, denke ich, ja, ist man hier ganz gut von dem Ganzen abgeschirmt. Ne? Ja, ich wollte eigentlich alleine zu dem Faltorhaus fahren, weil da ist heute das ja, Jahresabschlusstreffen der Pan-European-Fahrer. Das ja, war da im Forum bekannt gegeben worden und heute habe ich gedacht, das Wetter ist noch ganz gut. Es ist zwar relativ frisch, aber noch so, dass man durchaus eine Runde drehen kann. Und ja, wollte da eigentlich, wie gesagt, alleine hin, aber der Michael hat mir dann ja, gestern geschrieben, ob wir nicht zusammenfahren wollen. Und da habe ich gesagt, ja klar, können wir gern machen. Ich will da und dahin und ja, dann haben wir das so verabredet, dass wir hier quasi zusammen diese Tour fahren und ja, bin mal gespannt, wie es so wird. Vom Rhein-Weser-Turm Richtung Vogelsberg, die Richtung bin ich jetzt auch noch nicht viel gefahren. Das ja, lasse ich mal auf mich zukommen. Bin mal gespannt. Ich denke, ja, gerade da unten die Ecke bei Schotten ist ja sowieso prädestiniert für Motorradfahrer und hier oben Rhein-Weser-Bergturm, das ist natürlich auch ja, eine schöne Gegend, um ein paar Runden mit dem Motorrad zu drehen. Ne? Ja, so langsam geht dann die Saison auch zu Ende. Für mich war es eigentlich ja, eine schöne Saison. Ich habe relativ ja, viele Kilometer abgespult hier, gerade mit der Honda, die große Tour im Sommer, Odenwald, Schwarzwald. Das war schon echt gut und ja, bin mal gespannt, wie viele Tage jetzt noch kommen, wo man hier vielleicht noch die eine oder andere Runde drehen kann. Das ist ja, ja dann doch so, dass man sich das oh, so ab Oktober oft ja, mehr oder weniger an 1 bis 2 Händen abzählen kann, wie oft man in diesem Jahr dann noch die Möglichkeit hat zu fahren. Aber naja, wir werden sehen. Bis jetzt zeigt sich der Oktober ja, von der richtig schönen Seite. Es ist zwar frisch, aber sonnig und ich denke, ja, wir haben jetzt kurz vor 11 und bis heute Mittag sind die Temperaturen bestimmt auch wieder so, wenn die Sonne richtig durchkommt, dass man ja, da eine schöne Runde drehen kann. Ja, ich würde sagen, ich ja, fahre jetzt hier noch ein kleines Stück bis zu dem Rhein-Weser-Turm und ja, dann nehme ich euch wieder mit, wenn der Michael und sein Kumpel da sind und dann fahren wir gemeinsam die Tour. Also dann, bis gleich. So, heute hier on Tour zusammen mit dem Michael mit der MT-07. Moin. Und der Christopher mit der Yamaha FZ6 ist das. 8. 8 sogar, also. Das ist die 8, das ist die 9. Ach, die 9, Entschuldigung, ja. So gut kenne ich mich aus, gell? Ja, wir sind unterwegs Richtung Schotten, wir wollen zum Faltorhaus. Sind jetzt schon ein kleines Stück gefahren, haben uns ja, wie ihr schon wisst, am Rhein-Weser-Turm getroffen und fahren jetzt hier Richtung Schotten, Faltorhaus, da wollen wir Mittagspause machen und ja, haben Marburg schon hinter uns gelassen und fahren jetzt hier Richtung Vogelsberg. Wetter haben wir echt Glück heute. Die Sonne strahlt. Es war heute Morgen noch relativ kalt. Ich glaube, das können die zwei auch bestätigen. Oh ja. Ne? Das war schon recht frisch, aber mittlerweile ja, sehr gutes Wetter zum Fahren. Also da kann man noch mal eine schöne Tour machen. Ja, Tankrucksack noch auf hier. Den machen wir wieder mal zu. Ja, gleich sind wir da, so eine halbe Stunde. Oh. Klingt doch ganz gut. Müsst ihr noch mal tanken jetzt dann oder schafft ihr es noch bis Schotten? Ich habe jetzt 180 Kilometer runter. Ich denke mal, 20, 30 Kilometer sind wahrscheinlich nur noch, ne?
Ja. Dann könnte das wahrscheinlich noch gerade gehen. Also 30, 40 Kilometer könnten wir noch. Okay. Vielleicht kommt ja noch eine Tankstelle. Ah, das geht noch. Zwei Balken habe ich noch. Ja. Noch ist entspannt. Ja, wenn es anfängt zu blinken, ne, dann wird man unruhig. Ja, weißt du, dass ich so weit nicht komme? Ja. Wenn der einzelne Balken da steht, dann wird es sein. Ja, ja, ich mache das auch. Ich fahre selten mal bis zur Reserve runter. Aber letzte Zeit habe ich immer so 210, 220 locker geschafft. Also, ja, das ist auch gut, ne? Ja. Kommt ja auch immer drauf an, wie. Ich habe auch einen Trick gefunden, wie ich den ein bisschen voller kriege. Ja. Er hat leider so komische Seitentaschen, da muss man so ein bisschen hin und her wackeln, um den letzten Liter reinzukriegen. Ja, habe ich auch erst durch ein Forum irgendwann rausgefunden. Okay. Du meinst jetzt die Tankform an sich? Ja, ja, genau. Ja. Er hat den Füllstutzen und dann, wenn du ihn da reinsteckst, dann musst du nachher irgendwann rausnehmen, dann so ein bisschen hin und her schwenken, dann geht das. Ach ja. Muss man auch jetzt wissen, der letzte Liter dauert ein bisschen. Ja. Aber so wie es aussieht, kommt hier gleich eine Tanke. Ja, ich sehe eine, aber da oben noch geht's, oder? Ja, man kann ja mal gucken. Wenn die jetzt gut zu erreichen ist, dann fahren wir die an. Aber die liegt, glaube ich, nicht direkt auf dem Weg, ne? Nee. Mal gucken, wie die Spritpreise sind. Ja, die sind hoch, das kann ich dir jetzt schon sagen. Wir sind heute schon an 1,82 vorbeigekommen. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Meine Tanke haben wir, glaube ich, für 69. Ja. Ja, das müssen nochmal angezogen haben, irgendwann in letzter Zeit. Ja. Oh! Oh, was da passiert? Ein Unfall. Aber es scheint alles gut zu sein. Alles gut? Alles schön. Ja. Ich sah nur noch, wie sie da im Graben flog. War bestimmt zu schnell. Ja. So ein E-Bike, da kannst du schon ordentlich Geschwindigkeit draufkriegen, ne? Ja, 25 fahren die auch, ne? Ganz entspannt. Ja, bis 25 unterstützen die, ja. Ja. Ah, okay. Schaffen wir so. Ja, nicht mehr. Aber dann. Was hast du für Navi drauf, Michael? Garmin, 396 LTMS. Okay. Ich glaube, das ist fast identisch wie meins. Ja? Durchaus möglich. Können wir ja gleich mal vergleichen. Ja? Bist du zufrieden? Mittlerweile ja. Ja. Nachdem ich dann diese ganzen... Ich habe es ja einmal eingestiegen, weil ich gesagt habe, das Navi hätte damals das Problem gemacht. Ja. Ja, war ja nicht das Navi, was ich nachher irgendwann mal durch irgendwelche zahlreichen Foren durch Wälzen rausgefunden habe. Ja, ja. Es war tatsächlich mein Headset, was mit dem Navi nicht klar kam. Ja. Das habe ich hier auch, wenn ich... Dann habe ich nämlich immer andauernd Navi-Abstürze gehabt. Ja. Wenn ich zum Beispiel das Navi mit dem Sena verbinde, dann habe ich in der Tonspur von dem Video, was ich über das Sena aufnehme, immer wenn die Navi-Durchsage kommt, nur Gerausche. Das kannst du dir nicht anhören. Ne? Okay. Also ich kann quasi, wenn ich jetzt so wie hier ein Video mache, mir die Navi-Ansagen nicht auf Sena durchsagen lassen, weil das versaut das ganze Video. Ja, also machst du ja quasi stumm. Ja, genau. Ich fahre jetzt hier auf Sicht sozusagen. Ne? Ja. Und bei diesen In-Ear-Kopfhörern, die ich noch habe, da habe ich oft Verbindungsabbrüche. Ja. Und dann ist das manchmal so, wenn ich das Navi dann neu starte und hatte vor, weiß ich nicht, 15 Minuten Verbindungsabbruch, dass die dann erstmal die ganze letzte Viertelstunde alle Meldungen nochmal durchsagt. Ja, das habe ich auch schon mal einmal gehabt. Einmal habe ich das auch schon gehabt. Ne? Rechts abbiegen, links abbiegen und so weiter. Ne? Da verzweifelst du manchmal. Ja, einmal hatte ich das auch. Da hast du dich so ein bisschen aufgehangen. Aber mittlerweile muss ich sagen, wirklich besser geworden. Ja. Seit ich jetzt hier. Wir müssen umdrehen. Ich bin gerade. Wir müssen da hoch. Ah, okay. Ja. Einmal rum. Da hoch müssen wir. Ja. Siehst du, hier ist sogar noch schneller gegangen wie. Da an der Ampel. Geil.
Alle überholt. Oh, ja, geil, oder? Ja, manchmal hat das auch Vorteile, ne? Ja, passt, passt. Von hier aus ist auch nicht mehr weit bis zum Hohe Rotskopf. Okay. Das ist auch eine richtig schöne Ecke da oben. Wahrscheinlich noch mal fast eine halbe Stunde, Stunde runter, ne? Ja, ist noch ein Stückchen, aber auch echt zu empfehlen. Ne? Ja. Das ist, Dann hätte ich vorher, glaube ich, den Knick über Rhein-Weser-Turm nicht machen dürfen. Hätte man das dann ja, nicht dann ja, gesehen, ne? Das, wir sind ja schon eine ganze Zeit unterwegs. Ne? Ja. Aber das ist definitiv mal eine Anfahrt wert da oben. Ja. Die Aussicht ist phänomenal. Da kannst du gucken bis, ja, bis bei uns fast. Also ich denke ja. So 100, 150 Kilometer weit hast du da freie Sicht. An guten Tagen. Ja, das ist schon super. Ne? Ja, das muss man irgendwann mal im Sommer machen. Ja. Das ist, wir können ja auch mal, bei mir kann ich euch ja mal die Strecken zeigen, die sich lohnen. Können wir ja mal eine Runde zusammenfahren. Da gibt es auch ganz viele schöne Ecken, da beim Ahrtalsee und so. Ja. Das ist definitiv für euch bestimmt auch mal interessant. Mit Sicherheit. Und ich könnte ja auch mal bei euch da hochkommen. Du kennst dich ja im Sauerland gut aus. Ja, da kennen wir uns sehr gut aus. Ja. Ich denke, da haben wir bestimmt noch die ein oder andere schöne Ausfahrt vor uns. Oh, ich denke. So, Schotten, 15 Kilometer. So, hier kommen diese Rüttelstreifen jetzt. Oh, bei der Kurve macht das Sinn, ne? Ja. Noch leicht auf dem Sattel gehen. Geht, gell? Die waren noch recht mild. Ja, die gibt's noch ein aggressiver. Achtung! So, da bin ich ja mal gespannt, ob da auch gleich eine andere Pan-European noch am Start ist da oben. Abschlusstreffer hat mit einer Maschine stattgefunden. Ja. Wahrscheinlich kriegt er gleich das Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht. Also ich habe das Motorrad hier bis jetzt zweimal auf der Straße gesehen. Ich habe es sogar schon mal woanders am Treff gesehen. Ja? Ja, am Bödesee habe ich es schon mal gesehen. Okay, also das siehst du echt recht selten.
So, hier ist jetzt, glaube ich, gleich das Faltohaus. Das geht ganz unscheinbar, geht das links ab. Okay, ja, jetzt zeigt mir hier schon irgendwo was an. Da ja, kommt auf der Geraden, jetzt vor der Kurve. Ja, ja, da ist man auch schnell mal dran vorbeigefahren hier. Oh. Leer ist das nicht. Stellen wir uns da hinten hin, ne? Können wir machen. Jo, da schauen wir mal, was hier so geht. Am Faltohaus bei Schotten. War doch erstmal schön lecker, ne? Frisch gestellt am Werk. So, nach Hause. Mal gucken, telefonieren, was... oder? Ja. Mal gucken, was er sagt hier. Einer sagt Viertel nach sechs irgendwann zu Hause, ohne Pause. 16.27 Uhr. Ja, das ist ja entspannt. Ja. Aber war doch ganz gut da, oder? Ja, ist doch. Ja? Kann man mal hinfahren. Auf jeden Fall ein Geheimtipp. Das muss man, wenn man das nicht weiß, rauscht man mit Sicherheit vorbei. Ja, ich bin da auch schon dran vorbeigefahren, obwohl ich schon da war, ne? Weil das echt so unscheinbar ist da. Ja, ja. Aber man hört ja auch schon ein oder andere Mal die Bremse ganz schön quietschen. Ja. Das sind halt hier auch so Strecken, da gibt es viele, die den ganzen Tag auf- und abfahren, weißt du? Ja, muss man auch nicht haben, ja? Ne? Die dann hier, weiß ich nicht, an einem Tag eine Tankfüllung verblasen. Muss man das? Ne? Auf einem Bereich von 10 Kilometer oder so. Aber muss man das? Ja, nee. Das ist, und das sind halt auch die, die dafür sorgen, dass Strecken gesperrt werden. Ne? Ja, ja, klar. Das ist, finde ich, so ein bisschen, ja. Nicht logisch. Wenn man vom Motorrad fahren, ist nämlich nicht nur auf- und abfahren, sondern auch was sehen, nicht nur ja, natürlich. Runter, ne? Das spielt für mich eigentlich fast eine größere Rolle, dieses landschaftliche Genießen und ja, ne, genau. was sehen und so. Landschaftliche Genießen mit dem Kurvenspaß zusammen, genau, das genau. harmonieren und nicht nur immer das Gleiche. Ne? Ja. Dann ist ja auch klar, dass wir dann selbst nachher stehen und mal kontrollieren. Ne? Ja. Das war jetzt die Tour hier zusammen mit Christopher und Michael. Jo. Vom Rhein-Weser-Turm bis zum Faltohaus. War doch ganz gut, oder? Hat, sehr geil. Hat Spaß gemacht. Waren ein paar schöne Strecken. Gerade den Anfang fand ich besonders schön, da im Sauerland noch. Ja. Gell? Das war eine tolle Ecke. Irgendwann zeigen wir dir auch mal unsere Gegend. Genau. Das machen wir auf jeden Fall mal. Und ja, ich würde sagen, hier beenden wir auch dieses Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, abonnieren und gerne ein Like da lassen, ne? Ja, und abonniert den Daumen, oder wie heißt das, gell? Also dann, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. So geht's auch.